sind vom Lager einige Mal, einige Beherzte, Männer ausgebrochen. Leider, sie sind wohl angekommen in England oder egal wo auch immer, ich weiß es nicht. Aber man hat ihnen nicht geglaubt. Und es dürfte aber irgendwann einmal doch einer angekommen sein, wo man doch das geglaubt hat. Und es muss eine Bewegung also draußen gewesen sein, also in der Freiheit. Und die müssen irgendwie in Auschwitz irgendwie etwas geschnuppert haben, dass etwas kommt. Und da haben sie die Endauflösung gemacht. Also das heißt, Krematorium abbauen, Menschen abbauen. Und da wurde aussortiert. Und meine Mama hat immer zu mir gesagt, wenn sie dich einmal fragen, Chaya, was das ist, der Kamin dort, dann sagst du, das ist der Kamin, wo für uns das tägliche Brot gemacht wird. Und du bist kleinwüchsig, du bist Zwergerl, du bist 16 Jahre. Und du bist 16 Jahre, verstehst du mich? Du bist 16 Jahre und du kannst arbeiten, weil du arbeitest ja wirklich in Steinbruch. Also das heißt, mein Bruder war noch kleiner und wir haben in Steinbruch gearbeitet. Du arbeitest ja wirklich in Steinbruch, hat's gesagt, und du bist 16 Jahre. Und wenn dich wer fragt, dann sagst du, du bist 16 Jahre und du arbeitest. Und du arbeitest gern, als zu Hause in der Baracke sitzen. Was magst du lieber? Arbeiten, arbeiten. Bei der Endauflösung war es so, ich war ihnen doch zu klein und zu dürr. Und dann Kalli, Hansi, Mama sind zu einem SS und haben gesagt, die Kleine, die kann doch arbeiten. Die kann gut arbeiten. Sie arbeitet im Steinbruch. Und dann ist er zu mir gekommen und hat gesagt, wie alt bist du? 16 Jahre bin ich. 16 Jahre bin ich. Und ich kann gut arbeiten, sehr gut. Ich mache alles. Alles, was man mir sagt, mache ich. Und er sagt zu mir, dann geh mal zu dieser Schaufel, zu der Kippe. Und da war so ein, also wo man Mist eingibt. Und eine Schaufel. Kurze Schaufel, nicht so lange. So einen dicken, und ich habe gedacht, das schaffe ich nie. Einkippen, was die Leute abgeschlagen haben, diesen Schub. Steine, gell, Blöcke. Schaffe ich nie. Ich muss zu meiner Polin, ich werde wieder links gestellt werden, das schaffe ich nie. Ich werde wieder zu meiner Polin gebracht, das schaffe ich nie. Also kipp das ein und zeig mir, beweis mir, wie stark du bist. Und ich weiß nicht, wie das passiert. Ich weiß es nicht. Ich kann es heute nicht sagen. Wie ich dieses eingeschaufelt habe und das ausgekippt habe, ich kann es, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß, es ist geschehen. Dann hat er gesagt, ah, das ist ein Zwergerl, die kann eh arbeiten. Natürlich haben sie Arbeiter gebraucht, nicht? Und so bin ich als 16-Jährige als Arbeitskraft nach Ravensbrück.